Welche Funktion haben Sie denn hier im Theater? Ich bin Theaterinspizientin oder auch Stage Manager, wie wir hier im Theater reden. Ich bin direkt bei der Show dabei, gebe Kommandos an Beleuchtung, Ton und die Technik für Umbauten, wechselnde Lichtstimmung. Also haben Sie auch einen festen Arbeitsplatz? Ich habe einen festen Arbeitsplatz hier. Können Sie uns den mal zeigen? Den zeige ich Ihnen. Ja, müssen wir auf die Bühne rauf? Klar. Das ist ein fester Bühnenboden, wie man auch merkt, so leicht angeschrägt, was die Künstler, wo die Künstler sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen müssen. Sagen Sie, die ganze Dekoration, das ist das Original, was aus Amerika kommt? Ja, Original aus England, ja. Und Amerika. Das ist vergrößert auf Katzenperspektive, 1:1:3, die ganzen Requisitenteile. Ich habe mir sagen lassen, das sind circa 900. Mhm. Also wie eine kleine Katze das praktisch sieht. Riesengroße Müllhalde, der Spielplatz. Und einige Requisiten werden praktisch auch im Spiel mit einbezogen. Zum Beispiel den Backofen. Wenn Katzen rauskommen. Ja. Also da hat hinten noch eine Tür, ne? Ja, der Aufgang ist von hier hinten durch den Vorhang. Jetzt gehen wir mal zu Ihrem Arbeitsplatz. Ja. Da müssen wir ganz da oben hoch. Ja, einmal ganz hoch. Im Müll verschwinden. Gehen wir einmal hier über diesen großen Reifen. Wie sind Sie denn eigentlich Inspizientin geworden? Tja, durch einen Zufall, wie man es will. Ich bin seit 5,5 Jahren hier im Haus und habe am Anfang am Bühneneingang gesessen und hier gejobbt. Und als ich die Chance bekommen habe, auch richtig Theater zu lernen, beziehungsweise richtig ins Geschehen mit einzusteigen, habe ich die Chance aufgegriffen. Das ist also mein Arbeitsplatz hier. Wichtig für mich sind natürlich die Monitoren, die man jetzt hier natürlich nicht sieht. Unten würde ich den Dirigenten sehen und hier oben das Bühnenbild. Ganz wichtig, womit ich meine ganzen Kommandos gebe, ist natürlich der Schaltpult, womit ich hier mir einzelne Verbindungen zu den Abteilungen geben lassen kann. So, alle wichtigen Requisiten für die Show haben wir natürlich im Bühnenbereich. Hier zum Beispiel für die Kakerlakennummer haben wir Besteck. Natürlich auch alles überdimensional, alles 1:3. Ne? Ja. Mhm. Löffel für unsere Kakerlakennummer. Das hat alles so seinen festgelegten Platz, ne? Ja. Damit sich das irgendwie nicht... Das muss auch so sein. Also hier hat jeder seinen Namen bzw. weiß, welches Besteck er nehmen muss. Mhm. Für die Show ist alles vorbereitet, liegt für jeden Künstler passend mit dem Kostüm an jeweiligen Umzugplätzen. Gut, gehen wir weiter. Ja. Kleiner Aufenthaltsraum für die Künstler und Mitarbeiter während der Show. This is Gumby Cat. She does a tap dance with cockroaches. She's wicked. She's wicked. Too. She's a wicked cat. Also hier sitzt das Orchester während der Vorstellung. Also die spielen hier aus dem Raum hinter der Bühne? Ja. Der Dirigent, der sitzt da vorne. Halt, stopp. Aber sagen Sie, wie sieht jetzt das Ensemble den Dirigenten? Die brauchen doch gewisse Einsätze und den Takt. Klar, ganz wichtig.